Hallo und herzlich willkommen. Wir werden ein spannendes Thema jetzt miteinander behandeln, das da heißt, weiter als das Grab oder die Bestattung des Todes. Was hat es eigentlich mit dem Tod auf sich? Was gibt es da für Lehren in der Welt und was wissen wir eigentlich darüber, was im Tod ist und was danach geschehen wird? Oder wo sind die Toten? So viele Fragen über dieses interessante Kapitel, der Tod, mit dem sich jeder Mensch im Leben einmal auseinandersetzen wird. Und es gibt so viele Meinungen darüber, aber wir wollen jetzt gemeinsam mal betrachten, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Und bevor wir anfangen und Text für Text durchgehen, möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam mit einem Gebet starten. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir gemeinsam in der Bibel studieren dürfen. Wir wollen dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist mitten unter uns bist, damit wir von dir lernen können und damit wir erkennen können, Herr, was es mit dem Tod auf sich hat. Und wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Nun, weiter als das Grab. So viele Theorien in der Welt, wenn es darum geht, um den Tod zu sprechen, über den Tod zu sprechen. Was ist der Tod? Endet alles mit dem Tod oder geht es dort weiter? Es ist ja ein Ereignis, das wirklich zukünftig auch jeden Menschen erreichen wird. Was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Nun, die Welt kennt viele verschiedene Theorien darüber, was passiert, wenn wir sterben. Die einen sagen, naja, wir kommen in den Himmel. Andere sagen, wir gehen in die Hölle. Wieder andere sagen, das ist irgendwie so ein Zwischenraum, so ein Lagerort, in dem die Toten sind. Und andere sagen, da gibt es eigentlich nichts. Also wenn der Mensch stirbt, dann ist er weg und da ist dann auch nichts mehr von ihm übrig. Nun, das sind viele Theorien, aber wir wollen uns einmal anschauen, was die Bibel darüber sagt. Denn ich glaube, es macht Sinn, jemanden zu fragen, der sich damit gut auskennt. Wir fragen Christus, denn Christus weiß, was im Tod passiert. Warum? Wenn wir gemeinsam in unseren ersten Bibeltext hineingucken, in Offenbarung 1, Vers 17 und 18, da lesen wir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Nun, Jesus Christus sagt, er war tot und er ist wieder lebendig geworden. Also Christus weiß, wie es im Tode aussieht. Also wird er auch derjenige sein, den wir fragen müssen, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Wo bin ich denn dann? Wie geht es dann weiter? Was ist der Zustand des Todes? Und genau da wollen wir gemeinsam hineinschauen. Nun, der Zustand des Todes. Wenn der Mensch stirbt, wird Jesus ihn befreien? Nun, was passiert mit dem Menschen, wenn er stirbt? Wo ist der Mensch? Und woher wird Jesus ihn befreien? Nun, es gibt viele Theorien darüber, was im Tod geschieht und es gibt viel, viel Verwirrung darüber. Aber wir wollen mal ganz an den Anfang gehen und mal schauen, wo ist eigentlich das Problem bei all diesen Theorien, bei all dieser Verwirrung in der Welt um die Frage nach dem Tod. Nun, das sind drei Begriffe, die wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat. Nun, die Bibel spricht, oder auch wir, kennen diese drei Begriffe, die da heißen Körper, Seele und Geist. Das sind drei Begriffe, von denen auch die Bibel spricht. Körper, Seele und Geist. Und um eben diese drei Begriffe gibt es viel Verwirrung. Nun, Körper ist noch relativ verständlich. Wir können mit dem Begriff Körper was anfangen, das ist ja unsere fleischliche Hülle. Aber Geist und Seele werden oft miteinander verwechselt. Diese beiden Begriffe werden oft vertauscht oder man ist sich nicht ganz klar darüber, was meint das eine und das andere. Wo ist eigentlich der Geist? Wo ist die Seele? Was sind Geist und Seele? Um das zu klären, diese Begriffe, gehen wir gemeinsam einmal in den Schöpfungsbericht hinein und schauen, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und als Gott den Menschen schuf, dort werden wir sehen, dass alle drei Komponenten zusammenkommen. Dass wir dort sowohl vom Körper lesen, als auch vom Geist und auch von der Seele. Nun, wir lesen gemeinsam mal einen Text im 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Nun, in diesem Text sehen wir, dass der Mensch gemacht wurde aus Körper und Geist.
dem Menschen wurde ein Körper gemacht und in diese leblose Hülle wurde der Geist Gottes hineingelegt. Also der Odem des Lebens oder der Ruach. Nun, als das zusammenkam, beschreibt die Bibel, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Plötzlich fing der Körper an zu leben. Er bewegte sich. Plötzlich arbeiteten die Zellen. Das Blut strömte. Plötzlich hat sich was verändert. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also der Mensch in seiner Ganzheit wird hier Seele genannt. Gott tat keine Seele hinein, denn die Verbindung zwischen Geist und Körper wird Seele genannt. Also der Mensch wurde eine lebendige Seele. Wenn ich zum Beispiel heute davon spreche, dass hier nebenan ein 300-Seelendorf ist, dann spreche ich natürlich nicht davon, dass dort nebenan ein Platz ist, wo 300 Geistwesen durch die Gegend schweben. Sondern ich will sagen, dass dort nebenan ein Ort ist, an dem 300 Menschen wohnen. Das ist ein 300-Seelendorf. Und genau in der Art und Weise verwendet auch die Bibel dieses Wort Seele. Seele, sehr austauschbar in der Bibel, für den Menschen. Der Mensch wurde eine lebendige Seele. Er bekam sie nicht, er wurde sie. Zeichnung für den Menschen, die Seele. Nun, wir schauen uns mal ein bisschen an, wie das alles aufgebaut ist. Und wir gehen dazu in den nächsten Bibeltext und lesen gemeinsam in Jakobus 2, Vers 26. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Also in diesem Text hier heißt es, dass der Leib ohne Geist tot ist. Als Gott den Geist hineingab, war plötzlich der Leib lebendig. Und wenn Gott den Geist wieder wegnimmt, dann ist der Leib tot. Nun, gemeinsam wollen wir jetzt ein paar Bibeltexte uns angucken, die uns helfen zu verstehen, was mit dem Leib, Geist und Körper auf sich hat. Also wir wissen nun schon, Geist und Körper zusammen ergeben eine Seele. Gehen wir mal gemeinsam in den Text in Psalm 104 und lesen dort Vers 29 und 30. Vers 30 heißt: Sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen. Und Vers 29: Nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Nun, der Geist ist das Leben, das in dem Körper ist. Wenn der Mensch jetzt stirbt, geht dieser Geist, der ja das Leben ist, zu Gott zurück. Das ist aber nicht der Verstand des Menschen, sondern es ist das Lebensprinzip, das Gott hineingelegt hat. Denn das Leben, das in mir drin ist, das Leben kann nicht sterben. Das Leben ist das Prinzip Gottes, das er mir gegeben hat. Dieses Leben gehört aber zu Gott. Wenn ich sterbe, geht dieser Geist zurück zu Gott. Meine Seele ist zum Zeitpunkt meines Todes nicht mehr existent. Und mein Körper zerfällt nach und nach. Das ist die Art und Weise, wie Gott das hier beschreibt. Etwas poetischer ausgedrückt, lesen wir das hier zum Beispiel im Predigerbuch. Und da gehen wir mal gemeinsam hin. Ja? Wir lesen mal gemeinsam Prediger, die Verse 5 bis 12. Die Trauernden gehen auf der Gasse umher. Ehe die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug an der Quelle zerbricht, und das Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Und das ist sehr poetisch geschrieben. Der Staub kehrt wieder zur Erde zurück und der Geist geht wieder zurück zu Gott. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie die Bibel den Tod beschreibt. Wir wissen jetzt, dass der Mensch aus Geist und Körper besteht und so eine Seele genannt wird. Aber wenn sich das wieder trennt, wenn der Geist zu Gott zurückgeht und der Körper sich auflöst, also die Seele nicht mehr existiert, was ist dann eigentlich im Tod? Also wo ist der Mensch denn dann? Was passiert mit dem Menschen? Wie beschreibt die Bibel den Tod? Und da wollen wir mal gemeinsam hineingucken in den nächsten Text. Wir lesen Apostelgeschichte 7, Vers 59 und 60. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Nun, die Bibel sagt hier,
er entschlief. Ja, ist der Tod denn ein Schlaf? Die Bibel benutzt dieses Wort, Stephanus entschlief, gab seinen Geist auf. Der Tod ein Schlaf, das ist eine interessante Beschreibung für den Tod. Und den finden wir in der Bibel ganz oft, diese Beschreibung, Schlaf für Tod. Wir schauen gemeinsam in den nächsten Bibeltext, und zwar in den Psalm 13, in den vierten Vers. Psalm 13, Vers 4. Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Das sagt David. Und wie ist es bei der Geschichte von Lazarus? Also hier in Psalm 13, 4 nennt David den Tod einen Todesschlaf. Und bei der Geschichte von Lazarus ist es sehr interessant. Wir finden sie in Johannes 11 und dort gucken wir mal hinein. Hier heißt es, dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Nun sogar Jesus bezeichnet den Tod als einen Schlaf. Er sagt, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Und seine Jünger haben das gar nicht verstanden. Sie sagten, ja, das ist doch gut, er wird doch gesund, wenn er schläft. Aber dann sagte Jesus ihn frei heraus und sagte, Lazarus ist gestorben. Also Jesus nimmt so bewusst dieses Wort Schlaf, dass sogar seine Jünger in die Verwechslung kommen und sagen, ach, meint er vielleicht, dass er einfach nur schläft? Aber Christus sprach von dem Tod. Nun, Christus benutzte das gleiche Bildnis, den Schlaf, um den Tod zu beschreiben. Nun, wie ist es denn eigentlich im Schlaf? Nun, wir stellen uns das mal vor. Wenn ich abends ins Bett gehe, vielleicht so um 22 Uhr, und ich falle in den Schlaf, dann weiß ich nicht, was in den Stunden danach passiert. Was um 23 Uhr passiert, oder um Mitternacht, oder um 1, oder um 2, oder um 3. Ich schlafe hier. Ich habe kein Zeitgefühl in der Zeit des Schlafens. Ich werde erst dann wieder aus dem Schlaf erwacht, wenn zum Beispiel mein Wecker klingelt und ich aufwache, ich mich umgucke, ich auf die Uhr schaue und merke, oh, es ist 6 Uhr morgens. Also in der Zeit dazwischen kann alles Mögliche passiert sein. Es könnten sich sogar Personen in dem Zimmer aufgehalten haben, in dem ich geschlafen habe und ich hätte sie nicht bemerkt. Es können Dinge umher passieren, die ich nicht wahrnehme. Ich habe keine Wahrnehmung im Schlaf. Und die Zeit kann ich nicht ermessen. Ich erinnere mich noch, wie ich ins Bett gegangen bin und ich erinnere mich, dass ich sehe, okay, es ist 6 Uhr morgens, mein Wecker klingelt. Aber alles, was dazwischen passiert ist, bekomme ich nicht mit. Egal, wie viele Stunden das waren. Es ist sogar bei Menschen so, die ins Koma fallen. Egal, wie viele Tage oder Wochen oder Monate sie im Koma sind, sie haben kein Zeitgefühl. Es endete und es begann und es war wie der gleiche Tag. Und so beschreibt die Bibel nun den Tod. Es ist wie ein Schlaf. Wenn wir sterben und auch wenn wir jahrelang tot sind, für uns ist es keine Zeit. Wir haben kein Zeitgefühl. Nun, lass uns mal schauen, was uns die Bibel weiter über diesen Schlaf oder über diesen Tod erzählt. Wie ist es dort im Tod? Dazu gehen wir gemeinsam in den nächsten Bibeltext und lesen in Psalm 115, Vers 17. Hier heißt es, die Toten rühmen den Herrn nicht. Keiner, der zum Schweigen hinabfährt. Nun, der Tod wird hier als ein Schweigen bezeichnet. Gehen wir gemeinsam in Psalm 6, Vers 6. Denn im Tod gedenkt man nicht an dich, wer wird dir im Totenreich Lob singen? Es gibt scheinbar keine Gedanken im Tod. Und im Prediger 9, Vers 5. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Es gibt also auch kein Wissen im Tod. Es gibt keine Gedanken, es gibt kein Wissen. Prediger 9, Vers 10 sagt, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und keinen Plan, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Nun, es gibt kein Handeln im Tod, es gibt keinen Plan, es gibt keine Weisheit, es gibt keine Wissenschaft. Es ist ein Schweigen im Tod.
Gemeinsam schauen wir nochmal in einen Text, und zwar im Psalm 146, Vers 3 bis 5. Da sagt die Bibel: Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist's aus mit all seinen Plänen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf den Herrn, seinen Gott. Nun, Tote können keine Pläne machen. Tote wissen nichts. Sie haben keine Gedanken. Sie können nicht reden, denn im Tod ist Schweigen. Sie können nicht handeln und sie können an nichts teilnehmen, was auf dieser Welt geschieht. Denn sie sind im Todesschlaf. Aber ist das das Ende? Gibt es denn keine Hoffnung, wenn ich in den Tod hinabsinke und ich habe keine Erinnerung mehr, ich habe nichts mehr von dem, was ich hier hatte auf der Welt. Alles ist weg. Ich habe nicht mal mehr Zeitgefühl. Da ist nichts mehr, nicht ein einziger Gedanke, den ich noch haben kann. Gibt es keine Hoffnung mehr? Preis den Herrn, in der Bibel gibt er uns Hoffnung, die wir alle einmal in diesen Todesschlaf hineinfallen werden. Wir schauen gemeinsam in den nächsten Text, den wir finden, in Johannes 11, Vers 25. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus gab nun eine Verheißung. Wenn wir zu ihm gehören, dann werden wir leben, sogar wenn wir sterben. Also es gibt eine Hoffnung über den Tod hinaus, denn Christus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn du zu mir gehörst, werde ich dafür sorgen, dass du aus deinem Schlaf wieder auferstehen wirst. Und das ist die Hoffnung, die wir Christen haben. Es gibt also eine Auferstehung. Nun, was wissen wir über diese Hoffnung der Auferstehung? Wir schauen in den nächsten Bibeltext, den wir finden, in Apostelgeschichte 2, Vers 29. Apostelgeschichte 2, Vers 29. Nun, dieser Text spricht jetzt von David. David, der alte König von Israel, der damals gestorben ist. Das war schon 1000 Jahre, bevor dieser Text in Apostelgeschichte 2 geschrieben wurde. Nun, wo ist David? Wann wird diese Auferstehung sein? Schauen uns das mal an und lesen Apostelgeschichte 2, Vers 29. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden, von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Nun, als dieser Text verfasst wurde, war David schon 1000 Jahre tot. Und es wird bezeugt, dass Davids Grab unter uns ist bis auf diesen Tag. Das heißt, Moment mal, wenn Davids Grab unter uns ist bis auf diesen Tag, ist er denn noch nicht im Himmel? Ist David noch gar nicht in den Himmel aufgefahren? Was sagt die Bibel? Wir schauen mal weiter, bleiben in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel und schauen uns mal gemeinsam Vers 34 an. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Nun, Petrus spricht hier nicht über David, sondern über Christus. Der Herr, der zur Rechten Gottes auffahren soll, das ist Christus. David ist nicht auferstanden, sagt Petrus. Sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Ja, was ist denn mit David passiert? David ist gestorben. Er gehörte zum Volke Gottes. Er starb, er wurde begraben. Wenn er nicht auferstanden ist, wo ist er denn dann? Nun, wir bleiben mal in der Apostelgeschichte und wir gehen ins Kapitel 13 und lesen dort Vers 36. Denn David ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hat. Und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Nun, David, der zu Gottes Volk gehörte, er ist gestorben, er wurde begraben und er hat die Verwesung gesehen. Also von David ist nichts mehr übrig. Er ist im Grab tatsächlich vermodert. Nun, wenn von David nichts mehr übrig ist, was ist denn das für eine Hoffnung? David wurde ins Grab gelegt und er ist vergangen wie alle anderen Menschen auch.
Aber er gehörte doch zu Gott. Ja, hat Gott ihn denn nicht in den Himmel geholt? Wann wird der Mensch eigentlich auferstehen? Wann wird David auferstehen? Dazu gucken wir uns mal ein paar Bibeltexte an, die uns helfen zu verstehen, wann diese Auferstehung sein wird. Wenn auch David noch immer im Grab liegt, aber er die Hoffnung hatte auf eine Auferstehung, dann muss eine Auferstehung in der Zukunft kommen. Und die werden wir sehen. Wir gehen gemeinsam in die Bibeltexte und wir beginnen mit Hiob 14, Vers 10 bis 12. Der Mensch aber stirbt und ist dahin. Der Mensch vergeht und wo ist er? Wie Wasser zerrinnen aus dem See und wie ein Strom vertrocknet und versiegt, so legt sich auch der Mensch nieder und steht nicht wieder auf. Bis die Himmel nicht mehr sind, regen sie sich nicht und werden nicht aufgeweckt aus ihrem Schlaf. Nun, das ist keine Auferstehung. Bis denn die Himmel nicht mehr sind, werden die Menschen nicht auferweckt aus ihrem Schlaf. Die Toten regen sich nicht. Kein Gedanke, kein Wissen, keine Handlung, kein Wort von den Toten, bis die Himmel nicht mehr sind. Und dann werden die Toten auferstehen. Sie werden auferstehen aus ihrem Schlaf. Nun lesen wir mal in Hiob die nächsten Verse. Hiob 14, Vers 13. O, dass du mich doch im Totenreich verstecken, dass du mich verbergen würdest, bis dein Zorn sich wendet, dass du meine Frist setzest und dann wieder an mich gedächtest. Auch Hiob ging davon aus, dass der Mensch im Totenreich bzw. im Grab bleibt, bis eine Frist um ist und Gott ihn dann rufen wird. Wir lesen Vers 14 und 15. Aber wird denn der Mensch, wenn er stirbt, wieder leben? Die ganze Zeit meines frohen Dienstes würde ich harren, bis meine Ablösung käme. Dann würdest du rufen und ich würde dir antworten, nach dem Werk deiner Hände würdest du dich sehen. Ja, wird der Mensch denn leben, wenn er stirbt? Hiob sagt ja. Aber wann? Naja, dann, wenn Gott die Toten ruft. Und wann macht er das? Das macht er durch Jesus Christus. Wenn Christus wiederkommen wird, dann wird er die Toten rufen. Und sie werden auferstehen aus ihren Gräbern. Wir erinnern uns vielleicht an den Propheten Daniel. Daniel, der in der Bibel als ganz, ganz treu empfunden wird. Und nun auch Daniel starb eines Tages. Und schau, was wir beeindruckendes lesen über den Tod im Buch Daniel. Wir gehen gemeinsam mal in das Buch Daniel, ins 12. Kapitel und lesen Vers 2. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Nun, es heißt hier, sie werden aufwachen, aber Zukunft, sie werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Aber wann? Nun, Daniel lebte etwa, also über 500 Jahre vor Christus, als er diesen Text hier schrieb. Es ist über 500 Jahre vor Christus gewesen. Nun, Daniel ist kurz darauf gestorben. Kam Daniel dann in den Himmel? Wir bleiben in Daniel 12 und lesen Vers 13. Gott sagt zu ihm, du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Nun, Daniel war ein Mann Gottes. Und Gott sagt ihm, er wird einst auferstehen am Ende der Tage. Du sollst nun ruhen, du sollst nun schlafen, bis Christus ihn aus dem Grab rufen wird. Also sogar Daniel, sogar so ein Mensch wie Daniel, so ein Prophet, der ausgezeichnet war in der Bibel für seine Rechtschaffenheit. Er ist ein gutes Vorbild, dort steht, nicht mal Daniel ist im Himmel. Daniel wird ruhen bis zum Ende der Tage, wenn Christus ihn aus dem Grab rufen wird. Am Ende der Tage. Nun, schauen wir mit mir in diesen Text. Johannes 6, Vers 40. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat. Dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Nun, ganz deutlich sagt auch Christus hier, Gott möchte nicht, dass wir sterben. Er möchte, dass wir ewiges Leben haben. Und er wird uns auferwecken am letzten Tag.
Wenn Christus wiederkommt, wird er die Toten rufen. Und dann wird er die Toten aus dem Grabe auferwecken. Als Christen glauben wir nicht, dass man nach dem Tod direkt in den Himmel kommt oder in die Hölle geht. Als Christen glauben wir, dass wir, wenn wir sterben, dass wir in den Todesschlaf sinken, dass wir dort ruhen, bis zum Ende der Tage, bis Christus uns rufen wird. Und das glauben wir als Christen, und das war schon damals selbst die Freunde Jesu. Also Jesus hatte natürlich, Lazarus war sein Freund, und Lazarus hatte Schwestern. Und schau mal, was die eine Schwester hier sagt. Wir gehen in Johannes 11 und lesen Vers 23 und 24. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Nun, Martha war sich vollkommen sicher. Ich weiß, dass Lazarus, mein Bruder, aufsteht. Am letzten Tag, bei der großen Auferstehung. Sogar Martha wusste das. Sogar Martha wusste, dass die Toten noch nicht im Himmel sind oder in der Hölle oder sonst wo. Sie wusste, die Toten ruhen. Und am letzten Tag wird Gott sie auferwecken. Nun bleibt die Frage, wann genau ist dieser letzte Tag? Wenn am letzten Tag die Toten auferstehen sollen, wenn da alle unsere Hoffnung hineingeht, dass wir sagen, wenn Christus wiederkommt, an diesem letzten Tag, da werden die Toten auferstehen. Wann ist dieser letzte Tag? Und dazu lesen wir gemeinsam den Bibeltext hier im 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und der letzte Tag ist natürlich die Wiederkunft Christi, wenn die Tage dieser Weltzeit zu Ende gehen. Und auf diesen Tag hoffen wir für die Menschen, die gestorben sind. Denn wenn Christus wiederkommen wird, dann werden die Toten auferstehen. Nun, wenn es so einfach ist in der Bibel, wenn die Bibel deutlich sagt, wenn ich sterbe, schlafe ich, ich zerfalle wieder zu Staub und ich werde nicht auferstehen aus meinem Grab, bis die Himmel nicht mehr sind, bis Christus wiederkommt und uns rufen wird. Warum gibt es dann so viele kuriose Meinungen über das, was im Tod geschieht? Und warum haben wir so seltsame Vorstellungen von Menschen, die in den Himmel gehen oder die in die Hölle gehen oder die in so einen Warteraum gehen oder die in irgendeinem Nirvana sind oder wo auch immer? Woher kommen diese ganzen Vorstellungen? Nun, dazu möchte ich mit euch mal ganz an den Anfang zurückgehen. Ganz an den Anfang, als der Luzifer mit der Eva redete. Hier heißt es im 1. Mose 3, Vers 4, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Nun, das war damals im Garten Eden. Der Satan kam in der Form einer Schlange und sprach zu Eva und sagte, keineswegs werdet ihr sterben. Und es ging natürlich noch weiter. Aber das war diese große Lüge, die er damals den ersten Menschenpaar gegeben hat. Keine Angst, ihr werdet nicht sterben. In anderen Worten, nach eurem Leben geht es irgendwie weiter. Also vielleicht zerfällt der Körper, aber die Seele lebt weiter oder der Geist schwebt irgendwo. Oder macht euch keine Sorgen, ihr werdet nicht sterben. Und so kommt es auch auf, dass sogar heute, sogar unter Christen, manchmal von einer unsterblichen Seele gesprochen wird. Als ob wir Menschen eine unsterbliche Seele hätten. Nun, die Seele ist nicht unsterblich, denn die Seele beschreibt ja den Menschen. Wir schauen mal in den Bibeltext hier, der uns davon berichtet, ob die Seele sterblich ist oder nicht. Denn das war die erste große Lüge, die Satan den Menschen gegeben hat. Gucken wir mir gemeinsam in Hesekiel 18, Vers 4. Siehe, alle Seelen gehören mir. Wenn die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Nun, Gott sagt, dass eine Seele sehr wohl sterben kann. Na klar, die Seele bezeichnet ja auch den ganzen Menschen. Natürlich kann der Mensch sterben. Wer allein hat eigentlich Unsterblichkeit? 1. Timotheus 6, Vers 16. Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht.
Und die Frage des Todes ist ja eigentlich sehr einfach. Wenn Gott derjenige ist, der alleine Unsterblichkeit hat und nichts in uns Menschen irgendwie unsterblich ist und das Leben von uns genommen wird, dann geht der Körper kaputt, er wird zu Staub und das können wir beobachten. Er geht wieder in den Boden über, aus dem er gemacht ist. Und es ist genau so, die Frage des Todes ist so einfach, wie wir es sehen. Der Mensch zergeht wieder und wird wieder Erde. Aber dennoch gibt es so viele kuriose Meinungen in der Welt darüber, was eigentlich passiert, obwohl wir eigentlich sehen können, ein Mensch zerfällt. Und wir können nicht sehen, dass da irgendetwas herauskommt, was irgendwie lebt. Und die Bibel ist sehr deutlich und sagt, nur Gott hat Unsterblichkeit. Die Seele wird sterben. Nun, Satan versucht die Menschen aber zu verwirren. Und das ist gefährlich für uns. Denn Satan ist der ein großer Lügner. Er versteckt sich. Er versucht, den Menschen irgendwie von Gott wegzubringen. Schaut euch mal gemeinsam mit mir diesen Bibeltext hier an. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, sagt Paulus. Seid vorsichtig. Satan versucht, den Menschen zu täuschen. Und Satan versucht zum Beispiel, den Menschen zu solchen Totenbeschwörern zu leiten, zu solchen Wahrsagern zu bringen, dass sie ihm helfen, dass sie vermeintlich weissagen. Gerade so Totenbeschwörer und so Sachen. Nun, wie sieht Gott das eigentlich? Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen. Totenbeschwörung? Nun, 5. Mose 18, Vers 10 und 11. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder einer, der Geister bannt oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Nun, warum ist es Gott so ein großes Anliegen, dass er sogar in seiner Bibel davor warnt und sagt, geh nicht zu Totenbeschwörern? Nun, ist doch eigentlich leicht. Warum soll ich nicht zu einem Totenbeschwörer gehen? Ich meine, die Toten schlafen, sie wissen nichts, sie können nicht handeln, sie können nicht reden, im Tod ist ja Schweigen. Was soll daran gefährlich sein? Ich gehe zu so einem Totenbeschwörer und er kann doch nichts tun. Er kann ja gar keinen Toten heraufbeschwören, weil die Toten schlafen. Sie wissen nichts, sie verstehen nichts, sie können nicht reden, sie haben keinen Verstand, keine Weisheit. Warum ist das so gefährlich? Nun, die Bibel sagt, dass da andere Wesen am Werk sind. Was würde passieren, wenn man zu einem Totenbeschwörer geht? Es könnte sich jemand melden. Schaut mal diesen Bibeltext. Offenbarung 16, Vers 14. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Nun, hier wird, in dieser Bibelstelle wird davon gesprochen, dass dämonische Geister Zeichen tun wollen, um die Menschen zum Kampf zu versammeln, um die Menschen zu verwirren, um die Menschen irgendwo hinzutreiben, irgendwo hinzuziehen. Und das wollen dämonische Geister gerne tun. Sie wollen Zeichen tun, um Menschen verwirren. Nun, wenn ich nun zu einem Totenbeschwörer gehe und sage, bitte ruf mir einen Toten hervor, ich aber weiß, dass Tote nichts sagen können, nun, wer wird wohl hervorkommen? Nun, höchstwahrscheinlich werde ich plötzlich mit Dämonen in Kontakt stehen und ich werde keine Ahnung haben, dass ich dabei bin, verführt zu werden. Und das passiert heute ganz oft. Menschen werden verführt von Dämonen. Dämonen sind gefallene Engel, die damals dem Satan mit in seine Rebellion hineingefolgt sind. Nun, Gott möchte uns davor warnen. Er möchte nicht, dass wir in die Fallen schlingen, dieser Dämon hineinlaufen und er sagt, geht nicht zu einem Totenbeschwörer. Denn was kann passieren? Es kann passieren, dass tatsächlich jemand auftaucht vor mir und mir erzählt, er wäre mein verstorbener Opa, mein verstorbener Urgroßvater oder er wäre der heilige Paulus oder ich weiß nicht wer. Es könnte passieren, dass die Dämonen die Menschen irgendwie verführen wollen. Und der Teufel meint es sehr, sehr böse. Denn Christus sagt, er ist ein Menschenmörder und er ist ein Lügner. Schaut euch diesen Bibeltext hier an. Johannes 8, Vers 44. Der Teufel war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit,
Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Nun, Satan ist ein Lügner und er ist ein Menschenmörder. Gott warnt mich davor und sagt, geh nicht zu einem Totenbeschwörer. Denn was passiert? Ich gehe zu so einem Totenbeschwörer, ich lasse mir irgendeinen Toten herbeirufen und plötzlich taucht tatsächlich mein Opa vor mir auf. Und er spricht genauso wie mein Opa. Und er weiß Dinge, die nur mein Opa und ich wissen. Und das erzählt er mir und für mich wirkt das so echt. Und ich stelle Fragen und ich bitte um Rat und um Hilfe. Und mir wird Rat erteilt werden. Aber nicht von meinem Opa, der mich geliebt hat, sondern von einem Dämon, der mich verführen will und der ein Menschenmörder ist. Also mir wird so ein sehr zwielichtiger Rat gegeben. Ein Rat, der eigentlich keiner ist. Und es wird versucht, dass die Menschen in den Tod getrieben werden. Und Gott sagt, geht bloß nicht dahin. Geht nicht dorthin. Viele Menschen sind sich dieser Gefahr gar nicht bewusst. Und so ist es heute ganz oft, dass Menschen sich versammeln und versuchen, in so Seancen irgendwie mit den Toten in Kontakt zu treten, so Totenkulte zu veranstalten. Nun, die Dämonen werden sich als die Toten verkleiden, die gerufen werden. Und dann werden die Menschen verführt werden. Wir lesen im 2. Korinther 11, Vers 14. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Es ist nicht verwunderlich. Der Teufel verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Bist du mit ihm in Kontakt? Wird er versuchen, dich zu verführen. Und er wird natürlich nicht als der Teufel selbst auftreten. Er wird versuchen, auszusehen wie ein Engel des Lichts oder wie ein Heiliger oder wie dein geliebter Opa oder wer auch immer. Nur um dich zu verführen. Es ist höchst gefährlich, sich darauf einzulassen. Leider ist heute gerade in unserer Zeit da so ein gewisser Reiz dahinter. Gerade Jugendlichen finden das so ganz interessant. Was hat das mit diesem Übernatürlichen eigentlich auf sich? Und so kommt es, dass heute so in vielen Dingen so ganz leicht so die Dinge einfließen. Dinge, die uns eigentlich harmlos erscheinen. Wie zum Beispiel Bücher, die über Magie und sowas sprechen. So zum Beispiel Harry Potter. Das sind so eigentlich Kinderbücher, die von einem kleinen Zauberer sprechen, der so durch übernatürliche Kräfte Dinge bewegen kann, Dinge veranlassen kann. Jemand, der halt zaubert. Durch diese Lektüre bekommen die Kinder so den ersten Kontakt mit Magie und interessanten übernatürlichen Dingen. Das führt oft dazu, dass diese Kinder später etwas tiefer forschen wollen. Was ist Magie? Wie funktioniert das? Und gerade an solchen Tagen wie zum Beispiel Halloween versammeln sie sich dann und sagen, lasst uns mal so lustige Dinge machen mit Magie und fangen an, Gläser zu rücken oder die Toten zu befragen oder irgendwelche Seancen abzuhalten, wo sie in Kontakt mit Dämonen treten, ohne das vielleicht wirklich zu wissen, was sie da eigentlich tun. Und umso mehr die Jahre voranschreiten, umso gefährlicher wird es. Denn dieser Spiritismus, der breitet sich heute ganz schnell überall aus. Durchs Fernsehen und den Medien wird den Kindern so eine Art, so etwas suggeriert, dass sie sagen, das ist interessant, ich möchte da gerne mehr von wissen. Vielleicht sind diese magischen Kräfte ja hilfreich für mich. Und sie versuchen sozusagen mit dem Übernatürlichen in Kontakt zu treten. Und dieser Spiritismus weitet sich aus. Die Herzen werden vorbereitet, in den Kontakt mit solchen Dingen zu kommen. Aber sie kommen in Kontakt mit einem Menschenmörder, jemand, der sie umbringen will. Als Christen lassen wir uns davon natürlich nicht verführen, denn wir wissen ja, dass die Toten nicht mit uns reden können. Wir hatten ja vorhin schon den Text gelesen, hier in Prediger 9, Vers 5, und wir wollen ihn noch einmal lesen, Prediger 9, Vers 5. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Ich kann also völlig überzeugt sein und sagen, ich weiß, ein Toter wird niemals mit mir sprechen. Selbst wenn so ein Wahrsager, so ein Totenbeschwörer mir jemanden vorstellt und der sieht genau aus wie der Tote, mit dem ich sprechen wollte. Ich weiß als Christ, die Toten wissen gar nichts. Ein Toter kann also weder mit mir sprechen, noch hat er überhaupt Gedanken. Er hat kein Wissen, er kann mir nicht mal Rat geben. Da ist nichts.
Ich kann keine Hilfe bei Toten finden. Der Einzige, der mir da antworten wird, wenn ich das versuche, ist der große Verführer der Menschheit. Und davor warnt uns Gott. Lasst uns gemeinsam in Johannes 8 die Verse 31 und 32 lesen. Johannes 8, 31 und 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und nicht nur das, wir haben sogar eine Hoffnung über den Tod hinaus, da wir Gottes Verheißung haben. Deshalb macht uns der Tod keine Angst mehr. Offenbarung 14, Vers 13. Glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Und der Tod ist ein Schlaf, ist ein vorübergehender Zustand, ist eine Ruhe, in die wir eingehen. Aber glückselig diejenigen, die sterben im Herrn von nun an, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Wenn du zu Jesus Christus gehörst und dein Leben aufgibst, du wirst irgendwann sterben, dann nennt dich die Bibel glückselig. Denn du hast es geschafft, in deinem Leben Christus als deinen persönlichen Erlöser anzunehmen und im Tod wird er deiner gedenken. Und er wird eines Tages, wird er dich aus dem Grabe herausrufen. Er wird dir wieder Leben geben, der du in eine Zeit lang tot sein wirst. Freue dich darüber, dass dein Leben in Christus verborgen ist. Und wir lesen Offenbarung 22, Vers 12. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Christus sagt, ich komme bald. Ich werde jedem vergelten, was er getan hat. Und das ist wundervoll. Denn nicht eines deiner Gebete ist vergessen. Nicht ein bisschen Leid, das du getragen hast in der Welt, ist vergessen. Ist alles aufgeschrieben im Himmel. Nicht eine Träne, die du vergossen hast in dieser Weltzeit. Auch sie ist festgehalten in den Büchern im Himmel. Gott hat nicht einen deiner Gedanken vergessen. Du hast dein Leben ihm gegeben. Du hast auf ihn vertraut. Und deine ganze Hoffnung liegt darin, dass er dich aus den Toten zurückrufen wird und er wird dich nicht enttäuschen. Er wird dich rufen und er wird sich deiner erinnern. Er wird dein ganzes Leben kennen. Er wird dich aus dem Grab hervorholen. Du wirst einen neuen Körper bekommen. Und er wird dir deine Erinnerungen zurückgeben. Lest mit mir 2. Korinther 4, 14. Wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus aufwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Das hier ist die große Hoffnung, die wir Menschen haben und weshalb wir den Tod nicht fürchten müssen. Jesus Christus, der Auferstandene, wird auch uns auferwecken. Und jetzt schaut euch mal diese Verse an. Wir gehen jetzt mal einige Verse durch den Korintherbrief. Und das lesen wir mal gemeinsam, was Paulus da beschreibt. Die Auferstehung. 1. Korinther 15, Vers 50. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Nun, eine wunderbare Kombination von Versen, die Paulus uns hier gibt im 1. Korinther. Er sagt, wir werden eines Tages, wenn Christus uns ruft, aus den Toten auserstehen. Und dann wird das Verwesliche, das wir hatten, Unverweslichkeit anziehen. Wir werden einen neuen Körper bekommen, der nicht mehr sterben wird. Wir werden nicht mehr, unsere Zellen werden nicht mehr altern und zerfallen. Wir sind dem Tod nicht mehr preisgegeben, denn wir sind zum Leben auferstanden. Wir gehören zu Christus. Und Paulus sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg?
Sollte ich mich noch fürchten vor dem Tod, wo ich doch zum Leben gehöre, wo mein Leben doch zu Jesus Christus gehört? Ja, vielleicht sterbe ich auf dieser Welt. Aber dann wird Christus, mein treuer Bürge, wird für mich Zeugnis geben und er wird mich rufen aus dem Grab zu seiner Zeit, wenn er wiederkommt. Dann gehöre ich zu ihm und dann werde ich bei ihm sein bis in alle Ewigkeit, zusammen mit all den Heiligen, die auferstehen werden. Christus ist unser Leben. Wir lesen gemeinsam Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Vers 40. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist eine wunderbare Hoffnung. Christus sagt, wer immer zu mir kommt, welcher Mensch zu mir kommt, ich werde ihn nicht hinwegstoßen. Ich werde ihn aufnehmen und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und vielleicht möchtest du diese Hoffnung für dein Leben auch annehmen. Und vielleicht möchtest du mit Hiob gemeinsam sagen, schaut euch das an, Hiob 19, 25 bis 27. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Sehnt sich auch dein Herz danach? Die Rettung ist nur ein Gebet weit weg. Christus bietet jedem Menschen dieses Leben an. Christus bietet jedem Menschen an, zu ihm zu kommen, unser irdisches Leben aufzugeben und ihm unser Leben anzuvertrauen. Zu sagen, bitte verwahre mein Leben, bis du wiederkommst, damit ich auferstehen werde und deine Herrlichkeit sehen kann. Und Christus gibt uns schon hier auf Erden dieses Versprechen, dass jeder Sünder, der mit reuigem Herzen zu ihm kommt, angenommen wird. Christus möchte auch dich und mich annehmen. Dafür ist er einmal am Kreuz gestorben, um diesen Weg zu Gott zu ermöglichen, um diesen Weg ins ewige Leben aufzustoßen. Ja, wir werden sterben und ja, wir werden eine Weile im Grab ruhen. Aber egal, ob ich heute sterbe und bis zur Wiederkunft Christi einige Jahre ruhe, es ist für mich wie ein Wimpernschlag, diese Zeitspanne. Selbst Petrus, der vor 2000 Jahren gestorben ist, auch für ihn wird der Tod sein wie ein Wimpernschlag. Oder David, vor 3000 Jahren starb er, auch sein Tod ist wie ein Wimpernschlag. Er ist eingeschlafen, er wird aufwachen, wenn Christus wiederkommt. Das gleiche bei Adam, der vielleicht vor 6000 Jahren gestorben ist. Es ist die gleiche Spanne. Ein Wimpernschlag, der Tod vergeht ganz, ganz schnell. Die Rettung ist ein Gebet weit weg. Wir gehen gemeinsam in Jesaja 43 und lesen den ersten Vers. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Nun, Christus sagt, fürchte dich nicht. Komm zu mir, du bist mein. Ich habe dich gerufen. Nun, Christus, der dich geschaffen hat, der hat dich auch berufen zu leben. Er hat dich ja nicht gemacht zum Sterben. Er möchte, dass du lebst. Und es ist deine Möglichkeit heute, das anzunehmen, zu Christus zu sagen, ja, ich möchte das Leben annehmen, das du mir gibst. Ich weiß, dass du mich geschaffen hast, nicht zum Tode, sondern zum Leben. Und ich möchte nicht sterben, ich möchte das ewige Leben bekommen. Ich möchte in deiner Herrlichkeit leben. Ich möchte die neue Welt sehen. Ich möchte all die Wunder sehen, die du im Universum geschaffen hast. Herr, bitte, nimm du mein Leben und pass auf mich auf. Und erwecke du mich eines Tages, wenn du wiederkommst, damit ich zu dir gehöre. Vielleicht ist das dein Wunsch. Dann möchte ich einladen, dass wir gemeinsam beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir in deiner Bibel lesen können, was passiert, wenn wir sterben. Und dass wir durch dich keine Angst mehr vor dem Tod haben müssen. Denn wir wissen, Herr, dass du aus dem Tod zum Leben hindurchgedrungen bist. Und dass du uns, die wir hier auf dieser Erde leben, anbietest, dass wir schon heute unser Leben in deine Hand geben können, der du das Leben bist. Damit auch wir eines Tages, selbst wenn wir sterben, doch leben werden. Zu dem Zeitpunkt, wenn du uns aus den Gräbern rufen wirst und wenn du uns in deine Herrlichkeit versammelst. Lieber Vater, wir möchten unser Leben dir geben. Wir möchten dich bitten,
Sei du unser Gott, sei du unsere Hoffnung und sei du unser Ziel in Ewigkeit. Das ist unser Gebet im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.